Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Was habe ich eigentlich zuletzt aufgenommen? Ich glaube, das Paket, das Gewinnspielpaket. Ich war heute Vormittag kurz unterwegs, habe das Paket abgeschickt. Das war der spannendste Teil in meinem Alltag. Wir haben jetzt 19 Uhr auf jeden Fall und ich wollte mich kurz mal hinpflanzen und mein Buch weiterlesen. Leute, ich habe mit The Serpent and the Wings of Night angefangen gestern Abend. Ich bin auf Seite 18, noch ganz am Anfang. Bin sehr gespannt auf dieses Buch. Es wird gerade so gehypt überall. Alle sprechen von einem Jahreshighlight. Den Buchumschlag habe ich natürlich abgemacht. Sonst habe ich immer Angst, dass der irgendwo dann reißt und Risse entstehen. Schaut euch mal bitte diese wunderschöne Veredelung an. Wow. Es sieht so toll aus. Also die haben sich echt Mühe gegeben bei diesem Buch. By the way, das ist ein Romantasy-Roman mit Vampiren. Mein letzter Vampir-Roman ist lange her. Es war die Twilight-Reihe. Ich habe hier schon mal die Protagonistin ein bisschen kennenlernen dürfen. Und sie ist auf jeden Fall ein Mensch in einer Welt voller Vampire. Und wir können uns vorstellen, wie es noch abgehen wird in diesem Buch. Ich würde sagen, ich pflanze mich jetzt hier hin und fange an zu lesen. Ich wollte noch einen Tee machen. Mein Goal ist es, diese Woche dieses Buch mit euch gemeinsam zu beenden. Drückt mir die Daumen. Ich liebe diese Tasse. Guten Morgen! Falls ihr euch fragen solltet, ob ich in diesem Pyjama lebe? Ja. Heute ist ein aufregender Tag, denn wir fahren zu unserem neuen Lager. Und das ist alles total aufregend. Es gibt nämlich einige Änderungen bei Loving May. Es fällt mir auch total schwer, diesen Teil abzugeben an jemand anderen, aber es muss sein einfach, es geht nicht. Ich werde euch nochmal später alles genauer erklären. Sonst verquatscht mich nämlich hier und dann komme ich zu spät und das wollen wir nicht. Und die Book Journals sind auch angekommen und sind auch schon dort. Also es ist langsam alles bereit für den nächsten Drop. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Deswegen mache ich mich jetzt schnell fertig, damit wir los können. Leute, es ist übrigens passiert. Mein Bronzing Stick ist alle. Deswegen habe ich den hier von Charlotte Tilbury jetzt benutzt. Den hat mir Gabriel im Dezember gekauft gehabt. Der war in meinem Adventskalender drin. So, meine Mäuse, und zwar gibt es
Einige Updates zu Loving May. Wir waren gestern bei unserem Fulfillment-Dienstleister. Für alle, die sich nicht auskennen, der Fulfillment-Dienstleister wird unsere Pakete packen und an euch verschicken. Also der Fulfillment-Dienstleister kümmert sich quasi um die Lagerung der Produkte und um den Versand. Und wie ihr wisst, haben wir ja die letzten zwei Drops den Versand übernommen, also quasi die ganzen Produkte selbst wirklich gepackt. Da waren wir wirklich 24/7, 7 Tage lang im Lager, wirklich von morgens bis in die Nacht und haben nur Pakete gepackt. Und es war für uns sehr wichtig, dass wir das am Anfang auch selber machen, weil wir das auch einfach mal gemacht haben wollten. Wir wollten Erfahrung sammeln, wir wollten einfach mit ganz viel Liebe die Produkte verpacken. Uns ist natürlich klar, dass das nicht für immer so gehen kann, aber wir wollten es, wie gesagt, trotzdem am Anfang machen. Und wir haben das Ganze auch unterschätzt, die letzten 2 Drops. So einem Ansturm haben wir nicht gerechnet gehabt und das haben wir dann auch gemerkt. Die letzten Wochen und Monate waren wir damit beschäftigt, einen richtig guten Partner an unserer Seite zu finden, also einen Fulfillment-Dienstleister. Letzte Woche sind auch schon die Book Journals angekommen, die sind schon im Lager. Und in den nächsten 1-2 Wochen geht es dann auch schon los wieder. Die ganzen Produkte werden natürlich jetzt auch anders versendet. Also die werden nicht mehr so verpackt, wie wir das gemacht hatten. Das sind einfach viel zu viele Arbeitsschritte. Da müssen wir einfach viel mehr drauf zahlen für jeden Arbeitsschritt. Als wir das selber gemacht haben, ging das für uns total klar. Es ist auch ein Riesenschritt für uns. Es ist so aufregend alles. Und ich habe noch mehr aufregende Neuigkeiten. In den nächsten Wochen bekommt Loving May noch Zuwachs. Es kommt ein neues Produkt. So in 4 Wochen. Das ist so schön geworden. Was meint ihr? Welche Farbe wird es haben? Ich werde es euch zeigen. Also die Andrucke. Wir hatten hier 8 Farben, Leute. 8 Nuancen. Es waren wirklich nur Nuancen. Wir haben uns tagelang den Kopf zerbrochen, für welchen Ton wir uns letztendlich entscheiden. Das ist immer total aufregend eigentlich. Ich kann euch das ja schon mal zeigen. Dann. Der Planner und die Journals kommen ungefähr nächste Woche online wieder. Und zu der Bestellung gibt es natürlich eine Dankeskarte. Und wir haben neue designt. Und ich liebe das Design so sehr. Schaut mal. Wie süß. Ich liebe unser Kärtchen. Ihr werdet sehen, die Schleifchen werdet ihr öfters sehen. Dann wird es auch noch ein paar Lesezeichen im Shop geben. Lustigerweise haben sich das auch sehr viele von euch gewünscht, dass wir auch welche im Shop anbieten. Und ich zeige euch mal das neueste Lesezeichen. Habt ihr schon gesehen im letzten Vlog wahrscheinlich oder in meiner Story. So. Ich liebe das Design einfach. Ich liebe diese Schleifchen so sehr. Und genau diese Schleifchen werden auch im neuen Produkt zu sehen sein. Also ich liebe unser Lesezeichen, es ist so schön. Und wisst ihr was, ich sag euch jetzt einfach, was das nächste Produkt wird. Ich werde nicht bis später warten. Wir machen es nicht weiter spannend. Nee, ich bin auch voll aufgeregt. Auf jeden Fall wird es ein Journal, Leute. Und das ist das Cover, es wird einfach komplett weiß. Es wird ein Journal mit gepunkteten Seiten. Journal ist in so einem schönen Design und in so einer tollen Farbe. Das neue Journal von Loving May in diesem schönen, wunderschönen Rosaton. Leute, ich weiß nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Das ist jetzt hier unser Andruck von der Druckerei. Also nicht wundern, dass das hier jetzt nur eine Seite ist und kein Buch. Und ja, so wird das Cover aussehen. Und seht ihr diese Details? Seht ihr diese Details? Hier ist eine Schleife. Und ein Schmetterling. Ich liebe einfach diese kleinen Schleifchen-Details. Sieht einfach in echt nochmal so, so schön aus. Ich weiß gar nicht, ob es in der Kamera rüberkommt, aber ich weiß auch gar nicht, was ich mehr sagen soll, Leute. Ich bin einfach so excited. Das ist einfach ein Traum in rosa. Ich habe ein Paket bekommen vom Eichborn Verlag. Und zwar ist heute Yellowface erschienen. Und ich habe das Buch bereits schon gelesen letzte Woche. Ich habe nämlich ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Hier ist es. Und ich habe das Buch verschlungen. Schaut mal bitte, wie viel ich markiert habe. Es ist richtig, richtig gut. Vor allem ist es so kreativ gestaltet hier alles. Es ist der Wahnsinn. Also auch das hier, das hat mich einfach geflasht. Wie cool ist das? Es geht nämlich darum, dass unsere Protagonistin hier das Manuskript von Athena klaut und es unter ihrem Namen veröffentlicht. Das ist das Buch. Wirklich, es war ein Highlight für mich. Es hat 5 Sterne von mir bekommen. Und es ist wirklich richtig, richtig gut. Man bekommt so die Schattenseiten der Verlagswelt mit, was da alles abgeht. Die ganze Buchbranche und allgemein wichtige Themen. So sieht das Buch aus.
mit diesem tollen Farbschnitt. Und ich finde das einfach nur richtig cool gemacht hier. Es ist so genial einfach. So smart. Es hat heute geklingelt und es kam ein Paket von Gisua. Ich werde mich niemals daran gewöhnen. Ich will mir ja unbedingt das Haarparfüm von ihr kaufen. Oh, ihre Pakete sind immer so toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe hier einmal die Honey Infused Hair Mask. Und noch ein Leave-In Conditioner. Leave-In Conditioner. Das kommt wahrscheinlich ins nasse Haar. Ja, Towel Dried Hair. All into Dry Hair. Okay. Kann anscheinend auch ins trockene Haar. Ich freue mich. Also das Haaröl liebe ich ja auch. Ich finde es immer so cool, sie mischt ja immer ihr Haaröl in diese Maske rein. Also wenn sie es benutzt, das werde ich auch machen. Bei mir ist heute Buchpost angekommen. Huhnlubel. Leute, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich bestellt hatte. Ich bestelle eigentlich echt selten online, weil ich es mag, in der Buchhandlung zu shoppen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich bestellt hatte. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich werde dazu aber auch einen TikTok filmen. Also, ich glaube, ich weiß es. Ist es schon? Okay, ich mach's mal auf. Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Daran habe ich auch gerade gedacht. Oh mein Gott, es ist so dick. Oh mein Gott. Der letzte Band. We could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning. So, die letzte Aufnahme war, glaube ich, als wir einkaufen waren. Genau. Wir waren heute früh im Fitnessstudio, dann waren wir auch direkt einkaufen. Und jetzt haben wir mittlerweile 18 Uhr und wir erfüllen uns heute einen kleinen Traum. Man könnte denken, wir kaufen uns jetzt ein Auto oder so oder ein Haus. Stimmt. Steht auch auf der Liste, aber nein, noch nicht. Ihr wisst ja, dass wir so gerne kochen und backen. Und wir kennen alle die Küchenmaschine von KitchenAid. Die ist einfach so schön, genauso wie der Smeg-Wasserkocher. Und diese Küchenmaschine wünsche ich mir auch schon so lange. Und ja, deswegen holen wir uns sie heute. Und vielleicht finden wir auch den Wasserkocher. Mal schauen. Und wir nehmen euch jetzt mit. Wir fahren jetzt kurz ins Einkaufszentrum. Und hoffentlich bekommen wir die, weil ich wollte heute Abend oder morgen, mal schauen, einen Käsekuchen backen. Ich kann mich so lange immer in dieser Abteilung aufhalten. Das ist unglaublich. Ich liebe es. Did some damage.
Did some damage. Zeig ich in jedem Vlog. Ja. Did some damage. Mein Lebensmotto. Heute den Morgen mit einem Strawberry Matcha. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber ich habe ja zum ersten Mal letztes Jahr in Amsterdam einen Ice Strawberry Matcha probiert, getrunken und es war der leckerste Matcha ever. Und dann hatte ich danach meine Strawberry Matcha Phase, aber falls ihr es noch nicht probiert habt, probiert es mal bitte. Nicht von dieser Welt. Und heute machen wir nicht nur einen Strawberry Matcha, sondern wir machen auch direkt einen Strawberry Cold Foam, also Erdbeermilchschaum. Bevor wir aber den Matcha gleich zubereiten, packen wir diese Schönheit hier aus. Sieht der bitte aus? Vor allem habt ihr ihn ja alle mit diesem Temperaturregler empfohlen. Die Temperatur kann man nämlich einstellen. Seht ihr? 70 Grad, 60 Grad und dann wieder höher. Ist halt perfekt immer für Kaffee oder Matcha. I love it. Ich bin verliebt. Leute, der schmeckt wieder mal so gut. Schmeckt so lecker. Wow. Genau das, was ich gerade brauche. Ein Matcha-Kick. Ich dachte, Erdbeersirup wird reichen, damit der Schaum rosa wird. Aber ich muss aber noch ein bisschen Lebensmittelfarbe reinmachen. Braucht man natürlich gar nicht. Aber der Erdbeersirup ist so ein leckerer Flavor da drin. Schmeckt einfach so nach Erdbeermilch. Vor allem jetzt in der Zeit, wo die Erdbeeren natürlich nicht so intensiv schmecken. Probiert es unbedingt aus. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ich muss es machen und du musst es halt nicht kommen. Dagegen. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist so diese Dinge. Pass auf, die Stäbe sind Dinge. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Wie schön sieht diese Küchenmaschine bitte aus?
Wow! Ich weiß noch, wie ich mir die damals eigentlich immer in Rot gewünscht habe, weil Rot ist ja der Klassiker. Aber ich finde, die Farbe passt auf jeden Fall zu mir, obwohl ich Rot auch immer noch richtig schön finde. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich Küchenmaschinen, Kaffeemaschinen so glücklich machen werden. Genauso wie mit Töpfen, Pfannen. Ja. Yeah. So, Friends, ich mache jetzt einfach mal einen Cheesecake. Einen High-Protein-Cheesecake. Hat sich Gabriel gewünscht. Ich mache trotzdem Zucker rein, aber darum geht es auch bei ihm nicht. High-Protein und High-Sugar. Ich habe mir so viele Rezepte angeschaut, aber irgendwie hat mich kein Rezept angesprochen. Ich habe auf amerikanischen Seiten auch geschaut, was die da alles so reinmachen. Und ich habe jetzt mir so die Zutaten rausgepickt und werde jetzt einfach mal selbst was ausprobieren. Wünscht mir Glück. Also es wird jetzt entweder ein Fail oder es wird gut. Ich weiß gar nicht, ob ich Mehl reinmachen soll oder nicht. Willst du Mehl drin haben? Ich habe nichts gegen Mehl. Diese richtigen Fitness-Cheesecakes sind ja ohne Mehl und ohne Zucker. Aber das willst du wohl jetzt ja eh nicht. Nee, nee. Das ist okay. Okay. Mal schauen, was wird. Robert! Und ich muss sagen, es schmeckt schon mal nach Käsekuchen. Es schmeckt gut. Der Teig ist jetzt fertig und ich hoffe, er schmeckt auch nach dem Backen. Mein erster Käsekuchen, auch ohne Teig. Ich habe noch nie, ohne Boden, ohne Teig. Ich meinte ohne Boden. Ich habe den noch nie so gemacht. Ich habe auch immer den Käsekuchen mit einer Backmischung gebacken. Ich bin heute auf jeden Fall sehr mutig. Ich habe jetzt voll Angst. Boah, wie der aussieht. Das ist so viel Arbeit, Leute. Ihr seht, der Kuchen hat sich ein bisschen beruhigt und ist ein bisschen eingegangen. Und jetzt gibt es einen Taste-Test, Leute. Taste-Test, so sieht der schon mal aus, Prince. Man. Und los geht's. Ist schon schnell. Mmh. Richtig geil. Ey, der ist richtig gut geworden, Schatz. Mmh. Vor allem ohne Boden. Das ist sehr lecker. Und ich habe so viel weniger Zucker reingemacht als so eine Backmischung oder so. Krass. Macherin. Ich habe kein genaues Rezept. Es war irgendwie alles nach Augenmaß und nach Gefühl. Sehr gut. Es war auf jeden Fall irgendwie so ein Kilo Magerquark. 4 Eier. Ich glaube so 130 Gramm Zucker. Ein bisschen Zitrone. Und Zitrone, eine halbe Zitrone. Also Saft, eine Packung Saft. Vanillezucker. Und so 3 Esslöffel Mehl. Ups. Ich habe ja gar nichts zu diesem Buch gesagt gehabt, ist mir aufgefallen. Auf jeden Fall ist das der 5. Band der Magnolia Parks Reihe. Das ist der letzte, der ist jetzt im Februar erschienen. Ich glaube, ich hatte es im Januar bestellt, deswegen hatte ich es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich finde diese Cover hier halt richtig schön und ich weiß nicht, ob es diese Cover immer geben wird oder ob es irgendwann nur diese Fußbildcover geben wird. Deswegen habe ich das schon mal bestellt gehabt, also sonst hätte ich es mir auch erst bestellt, wenn ich fertig bin mit der Reihe. Ich denke übrigens immer noch an dieses Buch. Ich werde mich morgen hinsetzen und nochmal alles schön markieren. Ich wollte das Buch nochmal nämlich durchgehen in Ruhe und also beziehungsweise meine Markierungen und nochmal mit dem Marker drüber gehen. Das wollte ich mit euch gemeinsam auch machen. Dann nehme ich euch auf jeden Fall mit
Und ein kleines Leseupdate zu diesem Buch hier. Also ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Ich finde es super interessant mit den Vampiren und dass sie als einzige halt ein Mensch ist. Da sind nur einige Namen, die ich nicht aussprechen kann, bin ich ehrlich. Ist typisch Fantasy halt. Keine Ahnung. Die Protagonistin heißt auf jeden Fall Oriya oder Oriya. Genau, sie ist ein Mensch und sie wurde vom Vampirkönig adoptiert. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, sie ist halt quasi in dieser Welt voller Vampire und jeder möchte sie töten. Und sie denkt sich halt, dass ihre einzige Chance nicht mehr nur als Beute angesehen zu werden, ist es, an einem Turnier teilzunehmen. Das ist auf jeden Fall ein legendäres und gefährliches Turnier, was von der Göttin des Todes veranstaltet wird. Ihr müsst euch vorstellen, sie ist halt auch der einzige Mensch in diesem Turnier. Die restlichen Teilnehmer sind alle Vampire. Und dann gibt es da auch noch den einen Vampir, mit dem sie ein Bündnis eingehen muss, damit sie überhaupt dort überlebt. Das ist Rain. Ja, und er ist eigentlich sehr gefährlich und skrupellos und ja, sie fühlt sich dann natürlich irgendwann zu ihm hingezogen. Und wie sich das entwickeln wird, werden wir hier sehen. Es ist auf jeden Fall Enemies to Lovers und ich freue mich sehr. Ich bin gerade auf Seite 180 ungefähr und ich fand die Einleitung im Buch auch richtig spannend. Es hat direkt angefangen und was ich halt auch mag, es gibt einige Kapitel, da wird einiges auch aus der Vergangenheit erzählt, also zum Beispiel, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass sie von einem Vampirkönig adoptiert wurde. Ich finde es auf jeden Fall bis jetzt richtig gut und es ist auch super spannend, vor allem das Turnier. Man merkt, es ist echt skrupellos, so wird es auch beschrieben. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen für alle, ich glaube für alle, die Fantasy lieben, werden es sowieso lesen, denke ich mal. Man will auch die ganze Zeit weiterlesen und nicht aufhören. Es ist super flüssig und macht auf jeden Fall Spaß. Ich merke halt nur, dass ich, wenn ich Fantasy lese, viel langsamer lese. Aber ich bin trotzdem für die Woche gut vorangekommen, Leute. Die Challenge habe ich nicht geschafft. Ich war so der Überzeugung, dass ich dieses Buch beenden werde, aber egal. Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Der Vlog ist, glaube ich, ziemlich lang geworden. Falls ihr bis hierhin geschaut habt, dann kommentiert mit diesem Emoji, passend zum Journal. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich habe euch ganz so lieb, fühlt euch gedrückt. Ich wünsche euch eine gesunde und erfolgreiche Woche. New Week, New Goals, bleibt gesund. Glaubt an euch, ihr packt das. Love you!